Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender 2021 des unrasierten Apostels der Liebe. Und in diesem Jahr favorisiere ich die YouVersion Bible App und lese Bibelstellen und Andachten aus verschiedenen unterschiedlichen Bibelleseplänen aus eben diesem wunderbaren Werkzeug Gottes in dieser digitalen Welt vor. Gestern waren wir bei Josef und wir bleiben noch bei Josef auch an diesem Tag. Und ich lese mal vor, von all den Charakteren bei der Geburt Christi gibt es einen, über den wir kaum etwas wissen, nämlich Josef. Das meiste, was wir über ihn erfahren, stammt aus dem Matthäusevangelium in dem Bericht über Jesu Geburt. Dort erfahren wir, dass ihm ein Engel des Herrn im Traum erschien und er sich nicht scheuen sollte, Maria zur Frau zu nehmen. Josef wachte auf und er vertraute diesem Traum, den er gehabt hat. Er vertraute auf den Engel, er glaubte dem Engel. Und in diesem kurzen Abschnitt im Matthäusevangelium erfahren wir einige wichtige Dinge über Josef. Erstens, Josef war ein gerechter Mann. Nicht viele Personen in der Bibel sind für ihre Rechtschaffenheit bekannt. Josef ist es. Obwohl er Maria für ihre vermeintliche Untreue hätte öffentlich bloßstellen können, bewies er Güte und entschied sich stattdessen für Verschwiegenheit. Sein Plan war es, die Verlobung stillschweigend aufzulösen, um sie nicht zu entehren. Anstatt Maria der öffentlichen Schande preiszugeben, war Josef bereit, den würdevollen Weg zu gehen. Zweitens, Josef fürchtete sich ebenfalls. Normalerweise erschrecken Engel Menschen so sehr, dass sie ihnen sagen, sie sollen sich nicht vor ihnen fürchten. Der Engel des Herrn sagte Josef jedoch, er solle sich vor etwas anderem nicht fürchten, nämlich Maria zur Frau zu nehmen. Josef war wahrscheinlich ebenso über öffentliche Schande, Demütigung und vielleicht sogar Verstoßung seitens seiner eigenen Familie besorgt. Und Gott wusste das und begegnete Josef inmitten dieser Angst. Und drittens, Josef entschied sich, das Unglaubliche zu glauben, auf das Unglaubliche zu vertrauen, dass es gut gehen würde. Es war ein unglaublicher Umstand, aber Josef entschied sich dafür, seinen Glauben auf Gott zu richten, sein Vertrauen auf Gott zu richten, anstatt den Stimmen seiner Familie und der Allgemeinheit Vertrauen zu schenken. Was glaubst du, hat ihn das wohl gekostet? Josef war bereit, viel zu verlieren, um Gottes Weg zu folgen. Er riskierte höchstwahrscheinlich seinen Ruf und setzte seine Beziehungen zu Freunden und Familie aufs Spiel. Ja, und wenn wir uns in unserer Welt umschauen, gelangen wir schnell in Versuchung, über all die Dinge nachzudenken, die wir verlieren könnten, wenn wir Gott folgen und das tun, was er von uns möchte. Josef hatte höchstwahrscheinlich ebenfalls Zweifel und Fragen. Er war schließlich auch nur ein Mensch. Aber seine Fragen und Zweifel führten ihn zurück zu der Wahrheit, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Gott selbst war letztendlich Josefs Quelle der Wahrheit und der Zuversicht. Gottes Worte, die durch den Engel überbracht wurden, waren Josefs einziger Grund, ein so großes Risiko einzugehen. Gottes Worte an dich durch die Bibel sind der Grund, warum du heute mutig auftreten kannst, um auf ihn zu hören und das zu tun, was er vorschlägt. Darum denke heute doch einmal über Folgendes nach. Was wusstest du bereits vorher über Josef? Hat sich deine Sichtweise in irgendeiner Weise
auf ihn geändert. Warum ist das so? Oder warum ist das nicht so? Dann, wie kann uns Josefs Reaktion auf seinen Traum helfen, Gottvertrauen zu lernen? Und schließlich, was ist eine Sache, zu der Gott dich herausfordert, zu der Gott dich auffordert, die ein Risiko bergen könnte? Und wie bist du bisher damit umgegangen? Wie willst du ab heute damit umgehen? Und mit diesen Fragen wünsche ich dir einen wunderbaren Start in die letzte Adventswoche. Weihnachten kommt mit großen Schritten auf uns zu und freue mich darauf, morgen mit dir zusammen das nächste Hoffnungstürchen im literarischen Adventskalender zu öffnen. Bis dann.